Hey Bounty hier, was geht? Wir werden heute verschiedene Sachen machen. Als erstes möchte ich erstmal meinen Coupon einlösen, den wir bekommen haben von Forsaken Flive. Den kann jeder kostenlos einlösen auf der Website. Da gibt es zwei, drei sehr schöne Items, die man bekommen kann. Das kann ich mal kurz zeigen. So, auf der Website angelangt, da steht als kleines Dankeschön für eure Treue oder zum Start für einen neuen Char haben wir ein kleines Paket für euch vorbereitet. Da gibt es diese Items, die drin sind. Man muss einfach nur. Ja, okay, jetzt seht ihr mein. Jetzt seht ihr meinen Code. Ich weiß nicht. Kann es sein, dass es bei jedem anders ist? Vielleicht. Aber das ist einfach hier drin und dann kann man sich einen Char aussuchen. Ich nehme meinen Force Master und dann einfach einlösen. Glückwunsch. Ich habe es extra bis heute noch nicht eingelöst, damit ich extra es im Video zeigen kann. Und ich heiße einfach, in meinem Account heiße ich Erik. Das ist mein Fake-Name. Back in the game, wir sehen, du hast folgendes Gegenstand erhalten: einmal neuer Geschenk. Das müsste jetzt im Inventar sein. Da. Erhalten durch den Coupon, erhält das Fierce Dragon Set für 7 Tage sowie diverse Items. Dieses Set ist sogar richtig OP. Kann ich mal anziehen. Ich habe auch ein Bild vorhin gepostet, dass ich jetzt Tarragon habe, aber darüber reden wir noch irgendwann anders. Da können wir auch die Stats sehen, die sind deutlich besser sogar als Tarragon. Können wir mal anziehen. Ich habe jetzt zwar gar keine Erweckungen drauf oder sonst was, aber ich könnte auch Skin ändern. Vielleicht nachher. Not bad. Also definitiv für jemanden, der vielleicht neu anfängt, wie es im Text vorhin drin stand. Richtig gut sogar. So. Nee, achso, da gibt es noch mehrere Sachen. Was enthält das? Achso, das ist weiblich. Ist aber seelengebunden, brauche ich nicht. Und dann gibt es noch einen Glyph dazu. Für 7 Tage erhöht deinen Statuswert um 30 und deinen Schaden gegen Monster um 1%. Okay. Mein Veteran-Glyph ist viel besser. Nächstes Thema, was ich ansprechen will. Weil wir ja jetzt im neuen Jahr sind, gibt es ein Neujahrs-Event. Und da kann man New Year's Token sammeln, die gibt es bei jedem Monster. Das Ding ist, manchmal droppen die Monster 2 Stück, manchmal gar keins, manchmal 3. Also ich habe ein bisschen vorgearbeitet, aber hat schon ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Der NPC Vega, ich glaube, das müsste eine Frau sein, sie steht in Flaris gegenüber vom Weihnachtsmann. Da. Da kann man ganz easy Items eintauschen. Es gibt viele CS-Items, die sind die Outfits, die man auch von dem Votepeng bekommt. Zum Beispiel Hipster-Suit und sowas. Vielleicht hole ich mir das auch noch. Aber die wichtigsten Sachen, die ich mir in diesem Event holen werde, sind die zwei Items. Einmal ein Emblem mit so einem Silvester-Dings. Feuerwerk. Und dann einmal diese Glock, die kann ich jetzt schon mal einlösen. Dann zeige ich die euch mal. Das ist eine sehr schöne Glock. Naruto-Fans werden sich ein bisschen freuen, weil mit der Glock sieht man ein bisschen aus so wie Gaara. Schauen wir mal. Tada! Ich werde verfolgt. Wer ist das denn? Die Glocke ist aber schon sehr nice eigentlich. Also sehr gut für die Sammlung. Es gibt ein Gaara-Set. Da kann man sich wirklich fühlen, so wie er. Lol, das ist jetzt so ein bisschen verbuggt. Ach so, nein! Wie das aussieht. Wenn man die Gaara-Suit hat, dann ist dieser Backpack in der Suit mit drin?
Na, kann man noch eine Glock extra tragen, das sieht ja mal richtig komisch aus gerade. Aber nicht schlecht, im Prinzip bin ich jetzt Gara. Mir gefällt gerade sehr meine Glock-Sammlung. Das ist nicht normal. Ich bin ja auch so ein Fan, wie gesagt, diese Standard-Glocks. Ja, okay. Die Glocks sind ja auch nicht so Standard eigentlich, wenn man das so überlegt. Oh, meine Glock-Sammlung gefällt mir sehr gerade. Muss ich sagen. So, lass mal die erstmal für heute. Und ja, ich glaube, das reicht auch erstmal zum Video. Wie gesagt, farmt die Token von allen Monstern. Man kann nebenher leveln und auch immer noch die Azrael Seals sammeln und dann die auch abgeben beim NPC oder sonst was. Man kann die auch sehr gut verkaufen, weil die meisten wollen die Power-Ups für sich selbst haben oder auch weiterverkaufen, aber ich habe da auch schon ein paar Seals verkauft. Und ja, das war's erstmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.